Es ist ruhig im sonnigen Steffenshagen. Doch bereits seit dem frühen Morgen zieht ein süßer und verführerischer Duft durch die 450 Seelengemeinde. Denn hier, unweit von Bad Doberan, befindet sich die wohl erfolgreichste Konditorei Mecklenburg-Vorpommerns. Die Klassik-Konditorei Röntgen produziert seit mehr als 100 Jahren Backwaren in allen Formen und Farben. Ich habe eine Firmenphilosophie, die aus einer Vision entstammt, dass ich sage, wir stellen deutsche und französische Bäckerei- und Konditorei-Spezialitäten her, die wir in Ferienzentren an der Ostsee verkaufen. Wir nennen uns ja Klassik-Konditorei und Kaffee Röntgen und dieses Unternehmen hat eine Historie, die bis 1879 zurückreicht. In diesem traditionellen Handwerksbetrieb wird ausschließlich mit einer erlesenen Auswahl an Rohstoffen aus der Region gearbeitet. Diesem Prinzip bleibt man sich bereits seit 5 Generationen treu. Die Konditoren sind darauf bedacht, dass ihre Backwaren von hoher Qualität sind. Bei jedem Rezept sind Genauigkeit und Fingerspitzengefühl sowie das richtige Timing nötig. Einige Rezepte sind seit der Gründung der Konditorei unverändert. Also es gibt einen Heidesand und dieser Heidesand hat eine ganz lange Tradition. Da könnte man sagen, der ist auch gut 100 Jahre alt, dieses Rezept. Es ist ein traditionelles Gebäck aus Zucker, aus Mehl und aus Butter. Und es gibt neue Rezepte und es gibt alte Rezepte. Neue Rezepte ist das Sanddorntörtchen und alte Rezepte ist zum Beispiel ein traditionelles Gebäck, die sogenannte Seezunge. Hier wandert gerade der Boden für die orangefarbenen Sanddorntörtchen in den Ofen. Doch Backwaren sind nicht immer klein und unkompliziert. Barbara Mittmeier ist seit 20 Jahren Konditorin und hatte schon ganz andere Hürden zu meistern. Ja, wir haben viele Hochzeitstorten, nehmen wir ja an. Und da kommen die Kunden ja auch selber mit ihren Wünschen. Die bringen uns Fotos mit oder die haben auch ihre eigenen Vorstellungen. Und da war es schon so manche Torte, wo es wirklich so an den Grenzen ging. Ne? So jetzt zum Beispiel eine 6-7-stöckige, das stößt dann doch schon an den Grenzen. Keine Kreation ist wie die andere. Also wir haben schon Rezepte, aber jetzt so viel zum Beispiel bei den Sahnetorten, da wird ja auch abgeschmeckt, muss da noch ein bisschen Vanille rein oder muss da noch ein bisschen mehr Zitrone rein, also da hat man schon ein bisschen Spielraum. Und jeder hat auch einen anderen Geschmack und so stellt eben jeder seine Torten zusammen. Ne? Der Kreativität der Konditoren sind keine Grenzen gesetzt. Und am Ende kann man individuelle Kunstwerke vernaschen. Präsentiert werden sie im hauseigenen Verkauf oder in einem der großen Cafés in Kühlungsborn, Warnemünde, Schwerin und sogar Berlin. Na dann, guten Appetit!